שלום עליכם, שיעור תניה יומי, 15 טבת, קפיטל 10 אין תניה. ון אין מנש מחט שטארק זיין נפש אלוקית, זיין גוטלישה זיילה, און קמפט זו שטארק גגן די אנימלה, גגן די נטולישה, ור איז דר מנש דר קמפט? Wenn ein Mensch ist von zwei Seelen, göttliche und irdische, denn wer ist der Mensch? Wer entscheidet? Wer hat die stark das freie Wahl zu entscheiden, wer soll bei mir siegen, Himmel oder Erde, Nefesh Elokit oder Nefesh Behamit? Der Wurzel von dem freien Wahl ist sehr, sehr stark in die göttliche Seele. Nur die Neshama, die wirklich einigt mit Hashem, nur Hashem kann sagen, was zu tun. Das heißt, nur die Neshama Elokit hat wirklich freie Wahl. Nichts kann sie zwingen. Jede andere Sache in dieser Welt hat einen Grund, Ursache, Zweck, Ego, von Verstand, von Gefühl. Der zwingt der Mensch zu entscheiden, azoi oder azoi. Was möchten sie essen? Fleisch oder Fisch? Fisch. Das ist nicht freie Wahl. Du liebst Fisch. Etwas zieht dir. Freie Wahl ist wirklich, wenn nicht etwas ist besser als der andere. Wenn etwas ist besser als der andere, dann das ist nicht freie Wahl. Wenn es gibt Autobahn, oder Bundesstraße und du willst fahren bei dem Blauen und nicht bei der Rote, es ist deine Entscheidung, es ist nicht freie Wahl. Wenn es beide gleichen Weg und du entscheidest so, dann ist schon freie Wahl. Die freie Wahl ist nur am Gutes von Hashem. Die Neshama ist ein pur Teil von Hashem. Chelek Eloka mimal mamash, ein Teil Gottes, wirklich. Und sie ist wirklich gut. Der Ort von der freien Wahl befindet sich nicht im Herz, es befindet sich im Kopf. In Nefesh Elokit. Ein Kind zum Beispiel, wo sein Seichel ist noch nicht so entwickelt, er kann nicht wählen zu essen, gesundes Essen, die sogar schmecken. Was fehlt beim guten Spinat, Buchweizen? Aber wer versteht das? Der Kopf. Was will ein Kind? Haribo, Marshmallow, Schmonzes, die machen kaputt den Körper. Die Nefesh HaBehamit, alle ihre Wille sind immer, schmeckt mir, es lohnt sich, es gibt mir was, es schenkt mir Vergnügen, oder wie sagt man in Deutschland, es macht mir Spaß. Und wenn es macht keinen Spaß, dann will ich nicht. Aber die göttliche Seele, sie ist objektiv. Sie kann wirklich die zwei Sachen wirklich erkennen. Sie kann sehen die Vorteile von des Gutes und sie kann finden den Perspektiv von der animale Seele. Deshalb, faktisch, wenn der Seichel versteht die zwei Seiten und dort wählt er, dann ist gut. Ein Tzadik zum Beispiel ist wieder ein Mensch, der seine Wille und seine Wahl sind immer permanent in die grüne Seite, in die positive Seite. Er ist die ganze Zeit automatisch schon auf die gute Sache. Deshalb, wenn ein Mensch hat wirklich so laut gemacht seine göttliche Seele, bis sie jagt weg das Schlechte in ihm und die rechte Seite vom Herz wird erobert, sogar der linke, das ist nur eine gewisse Zeit von Eroberung. Das Schlechte ist noch nicht Gutes geworden. Der heißt Tzadik Sheino Gamur, ein nicht vollkommener Tzadik. Darum heißt er auch Tzadik Veralo. Sein Tzadik, die bei ihm noch geblieben, noch ein bisschen schlecht.
Das heißt, das ist ganz bisschen schlecht. Und dieser schlecht ist betäubt. Er geht nicht rein von linker Seite das Herz zu der anderen Seite. Er bleibt links. Aber er ist die ganze Zeit sozusagen in Gefängnis gesperrt wie ein bissiger Hund, der momentan schläft oder betäubt. Aber es ist ganz minimal. Deshalb, weil das Schlecht momentan schläft, glaubt der Mensch, dass er hat ihn gejagt und er ist weggegangen. Aber in die wahre Sinn des Wortes, hätte er wirklich gegangen, konnte er komplett gut werden. Das ist genauso wie die Zunge. Es war einmal ein Mann, der hat jemanden verflucht. Und der Kaiser hat ihm gesehen und hat gesagt, der Mann, schneide ihm die Zunge. Nach 2 Tagen trifft er, sagt er, warum hast du die Zunge nicht abgeschnitten? Sagt er, ich habe getauscht, eine neue Zunge. So soll er noch Gutes reden. Stimmt, er kann jetzt noch Gutes reden, weil er hat Angst. Aber die Zunge an sich hat sich noch nicht geändert. Sie hat in ihr dem Potenzial zu werden eine böse Zunge, eine schlimme Zunge. Momentan hält er Maul. Momentan spart er seine Klappe. Aber jeden Mensch, egal wie schön, wie formuliert er sich gut, es gibt Momente, wenn hast du ihn ganz schön gechappet, dann die ganze formelle, schöne Wörter werden plötzlich redet anders. Deshalb, er muss die schmutzige, er nennt das Bgadim Hatzoim, die unreine, die schmutzige Kleider soll er es beseitigen. So wie ein Kind, der rennt nach Spielzeugen, die witzig sind. Oder Süßigkeiten, die witzig sind. Lollipop, Crembonus. Das ist kindisch. Wer braucht das? Wer braucht auf einen Stock ein Stückchen Zucker oder Zuckerwatte? Oder Spielzeuge, die ein Kind nur macht. Deshalb auch ein erwachsener Mensch hat auch verschiedene Lust und Leidenschaft. Ehre, Anerkennung, Geld, andere Sachen, Hochmut, Position, Politik, Siegen. Und er ist bereit, alles zu machen. Aber wenn ein Mensch seine ganze Lust transformiert und wandelt vom Schlecht auf Gutes, was heißt wegzujagen die schmutzige Kleider? Dass der Mensch nicht die ganze Zeit sucht dem Genuss vom Körper, sondern sucht Genuss von Gott, zu Hashem zu dienen. Warum? Er mag nicht nur den Genuss von dieser Welt. Er macht das, aber das ist nicht seine Hauptsache. Es gibt Leute, ihr ganzes Leben sind Kleider, Wellness, Reisen, Urlaub, Cruise. Das ist Genuss von dieser Welt. Ein Tzadik versteht, dass die Sachen kommen von die Klippa und die Sitrache, das ist ein Bedarf von dem Körper, nicht von den Neshome. Der Tzadik Gamur, der vollständige Tzadik, mag das nicht. Er hasst das sogar. Warum? Weil er liebt Hashem so stark. So wie ein Mensch, der durstig ist und er will nur Wasser, er will nichts. Zum Beispiel, wenn ein Mann hat lieb Afroi. Dann wollen sie nichts, sie wollen nur die Liebe. Und dann die Liebe ist die einzige Sache. Es gibt nicht jetzt bei der Liebe noch ein Smartphone oder andere Genuss von dieser Welt. Die Liebe an sich ist die Hauptsache. Und in dem Moment, wo jemand liebt dem anderen, hasst er alles, was stört ihm zu der Liebe. König David sagt, ich hasse alle Leute, die gegen Hashem. Und wo ist der? Hast du Pause? Tee, hast du gesagt? Nee, ich mache es schwarz zu drücken. Grün, danke schön. Und
In dem Moment, wo ein Mensch, wenn du bist ein Feind von meinem Papa, bist du mein Feind. Wenn du bist ein Feind von meiner Mama, bist du mein Feind. Es kann nicht sein, du sagst, ja, Schlomo, ich bin dein Freund, aber dein Papa, nicht gut. Kann nicht sein, dass jemand hat lieb die Menschen, aber hat nicht lieb Hashem. Hashem ist unser Vater. Ovino Malkeinu. Wie kann man über Hashem was anderes denken? Hass bedeutet, ich kann nicht leiden, dass jemand ist gegen meine Liebe. Und meine Liebe ist zu Hashem. Wenn du liebst jemand, dann stört dir, wenn er macht was Falsches. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam shehakol nehi bedvarim. Das heißt, ein Tzaddik hat Probleme mit dieser Welt, weil er hat große Liebe zu Hashem. Und wenn er hat noch keinen richtigen Hass zu dem weltlichen Genuss, das zeigt, dass die Liebe zu Hashem ist noch nicht komplett absolut. Shkoyach.